Deine Werte sind echt gut. Der LDH-Wert hat sich völlig normalisiert. Und auch die Leukozyten haben sich erholt. Erste Zeichen, dass die Chemo anschlägt. Muss an der guten Pflege liegen. Täusche ich mich oder kapiert er so langsam, was er an dir hat? Alles klar für den Besuch von Nele? Anja hat die ganze Woche schon durchgeplant. Ich hoffe, wir kommen gut aus, Nele und ich. Das wird schon. Und du willst dir immer noch sagen, dass du krank bist? Finde ich gut. Deine Tochter ist alt genug. Hier, für dich. Weißt du denn, wie hoch der Schaden insgesamt ist? Alles in allem knapp 900. In so jemanden verliebe ich mich auch noch. Zuerst verspricht er mir den Himmel auf Erden und dann... Mistkerl. Hoffentlich buchten sie nein. Mindestens 4 Jahre laut Anwalt. Mama, ich muss dann los. Jetzt fehlt wieder jemand, der mir hilft. Ja. Aber wen soll ich denn nehmen? Frag doch mal Heinrich. Heinrich? Damit er hier wieder für absolutes Chaos sorgt und Maispoladen durch Suppenhühner ersetzt? Naja, immerhin hat er es gut gemeint. Ach Mama, komm doch heute Abend zum Abendessen. Ich ruf Maria an, die kann für dich kellnern. Ach, lass mal. Ich bin im Moment keine gute Gesellschaft. Mama, du versauerst hier. Du musst mal wieder raus und unter Leute. Nee. Ich muss mich jetzt um die Gäste kümmern. Was machen wir denn jetzt mit der Omi? Hm? Was macht Sibylle denn hier? Nele vorbeibringen? Nele, Süße! Ist er schon da? Na, hey, ich dachte, du wolltest mit dem Zug kommen. Hättest du doch was gesagt? Dann hätten wir dich abgeholt. Wir hätten das Gefühl, irgendwas stimmt nicht. Hallo. 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 Ich bin Anja. Sibylle, freut mich. Nele, schön, dass du bei uns bist. Na, geht doch schon mal hinten rein. Mama? Ja. Tams? Ja. Ich finde, sie hätte Bescheid sagen können, dass sie Nele bringt. Na, sie bleibt ja nicht lange. Komm. Sag mal, Erik, hast du abgenommen? Nele, ich find's schön, dass ihr euch endlich mal kennenlernt, Anja und du. Aber da ist noch was. Es gibt Dinge, die kann man nicht am Telefon sagen. Ich bin krank. Was hast du denn? Ein Hodgkin-Lymphom. Aber die Behandlung schlägt sehr gut an. Und was ist ein Hodgkin-Lymphom? Eine Erkrankung des Lymphsystems. Jetzt erschreckt nicht, es hört sich erstmal schlimm an. Krebs. Das weißt du doch. Die Krankheit wird sich noch wundern, wen sie sich da ausgesucht hat. Du musst keine Angst haben. Ich habe auch keine. Und jetzt, wenn du so krank bist, soll ich dann noch bleiben? Natürlich bleibst du. Hey, Nele. Wir freuen uns auf dich. Und wir haben tolle Sachen mit dir vor.
Unter diesen Umständen würde ich auch ganz gerne für ein, zwei Tage bleiben. Ist das okay? Das ist doch kein Thema. Ich nehme hier in der Nähe ein Zimmer. Kommt nicht in Frage, du bist unser Gast. Scheiße. Gleichung mit Brüchen? Horror. Männer und Mathe. Luisa macht das später mal mit links. Klar, genau wie du. Dankeskarten für die Glückwünsche zur Geburt. Dazu bin ich bisher noch gar nicht gekommen. Kannst ja richtig schön schreiben, wenn du willst. Klar. Anwalttreffen, Steuerberater, Stellenanzeigen, alles noch wegen der Sache mit Steyr? Ja. Und ohne neuen Geschäftsführer bin ich total aufgeschmissen. Ach, Kinder, ihr glaubt ja gar nicht, wie froh ich bin, dass ich damit nichts mehr zu tun habe. Dabei hätte ich schwören können, du versauerst als Pensionär. So gut kennst du deinen Vater. Jedenfalls kann ich jetzt lesen, Musik hören, golfen, segeln. Opa sein. Ich muss mit euch reden. Über Doris. Ich war gerade bei ihr, um sie zu fragen, ob wir nicht gemeinsam was unternehmen sollen. Sie mag nicht. Aber einer muss sie doch ablenken. Oder aufheitern. Sie hat in letzter Zeit gar nicht mehr gelacht. Dieser blöde Steyr. Seinetwegen ist sie so unglücklich. Sie hat gar keinen richtigen Spaß mehr am Leben. Es muss doch möglich sein, sie auf andere Gedanken zu bringen. Du? Sag mal, war das jetzt wirklich nötig, dass deine Ex-Frau auch hier übernachtet? Anja, es geht nicht, dass Nele hier schläft und ihre Mutter nicht. Ja, aber wie soll ich dann Nele besser kennenlernen? Das war doch eigentlich der Plan. Sibylle muss das jetzt auch erstmal verkraften. Und was diese Ausflüge angeht, das geht doch auch zu viert. Was? Das ist nicht dein Ernst, oder? Sag bloß, ich habe kein eigenes Zimmer, wie in der alten Wohnung. Doch, hast du. Ich zeig's dir. Komm. Gefällt dir das Bett? Ist ganz neu. Auch die Bettwäsche. Erik hat gesagt, du magst blau. Wo schläfst du, Mama? Am besten auch hier. Wir haben ja noch ein Klappbett. Ein paar Sachen aus deinem alten Zimmer haben wir schon aufgehängt. Und den Rest findest du hier in den Kisten. Ist auch noch alles da, keine Sorge. Hey, wollen wir die im Garten werfen gehen? Kein Bock. Oh, ich mag die Musik von denen. Die sind cool. Die sind total out. Ich würde dann gerne alleine sein. Ein kleines Willkommensgeschenk. Kannst es ja auch später aufmachen. Wo ist denn Erik? Im Keller. Der holt das Gästebett. Du bist nicht gerade begeistert, dass ich bleibe, oder? Also ehrlich gesagt, nein. Entschuldige, ich wollte euch nicht überfallen. Das ist einfach nur, diese Nachricht ist für Nele ein Schock. Ich will sie jetzt einfach nicht alleine lassen. Ich kann das verstehen. Du hast jetzt ein Bett im Gästezimmer und ich habe dir eine Zahnbürste und eins von meinen Händen gelegt. Ich danke dir, Erik. Aber ich glaube, ich bleib doch nicht hier. Es gibt bestimmt einen Gasthof mit einem freien Zimmer in der Nähe.
Ich will hier keinen Unfrieden stiften. Nein, da hast du was missverstanden. Kriegt euch mal wieder ein, bitte. Erik, was hast du? Mir ist schummrig. Ich fahre dich in die Klinik. Nee, nee, ist schon okay. Komm, sitz. Jan, ich komme mit Erik zu dir. 100 zu 60. Geht's dir denn jetzt besser? Dr. Bergmann, was war denn das? Entschuldigt bitte, aber ich würde das gerne mit Jan alleine besprechen. Ach so, natürlich, klar. Und die? Die darf bleiben. Die heißt Anja und ist meine Arzthelferin. Nele, sie ist meine Freundin. Komm, Chef. Dein Kreislauf hat verrückt gespielt, das ist alles. Ich gebe dir jetzt eine Elektrolytinfusion, die bringt dich wieder auf die Beine. Du solltest unbedingt mehr trinken. Und die Ursache? Nebenwirkung in der Chemo? Möglich. Aber auch die Aufregung. Deine Ex-Frau. Und Nele habe ich auch entspannter in Erinnerung. Sie ist völlig durch den Wind. Hört mal, ich weiß, ihr hattet viel vor diese Woche mit Nele. Aber tut mir einen Gefallen und schaltet einen Gang zurück, okay? Komm ja schon. Ach. Gustav Jansen, guten Tag. Ja, gern. Wie ist denn Ihr Name? Ja, ja. Schon gebucht. Wiederhören. Für Doris. Ein Nashorn und ein Trockenhorn spazierten durch die Wüste. Da stolperte das Trockenhorn, das Nashorn sagte, siehste. Von Heinz Erhard, ist aber nett. Liebe Doris, Fortsetzung folgt. Es geht Ihnen wieder deutlich besser. Danke. Vielen Dank für Ihre Hilfe. Ihnen beiden. Du kennst doch noch Florian, oder? Klar. Was hältst du davon, den Abend hier mit ihm zu verbringen? Ihr könnt euch Pizzas bestellen. Super, bin sofort dabei. Und wir Erwachsenen? Wir könnten doch ins neue Restaurant von Marc Bohm essen gehen. Ja, gerne. Gut. Dann machen wir das so. Ich fahre euch drei nach Hause und dann fahre ich nach Dekelsenrhein noch ein paar Sachen erledigen. Okay. Okay. Perfekt. Wir haben ein Date. Ich habe die Stellengesuche in der Zeitung studiert. Es war leider niemand dabei, der mir zugesagt hätte. Ach ja? Schade. Weißt du, am liebsten hätte ich jemanden, den ich kenne und dem ich vertrauen kann. Da wärst du gut beraten. Und der natürlich weiß, wie man einen Betrieb führt. Du weißt nicht zufällig jemanden, auf den das zutrifft? Tja, auf die Schnelle nicht. Jetzt aber. Pass auf, Papa. Und ich? Mensch, Mutti. Hey. Soll ich ein bisschen langsamer machen? Wir könnten Karten spielen. Mama, wir haben noch gerade erst angefangen. Es geht mir gut. Okay. Ich gucke euch ein bisschen zu. Wer fallen lässt, kriegt einen Strafpunkt. 10 Würfe. Wie auf Kreta. Wie auf Kreta? Florian. Das ist aber nett. Ich hab das nie gekonnt. Kein Problem, Oma. Sag mal, war jemand am Auto? Ich hab keinen gesehen.
Das ist schon die zweite Karte in der Art. Wenn die Opern dich umbrausen. Mit Getön, dann genieße auch die Pausen. Sie sind schön. Das ist doch süß. Ja. Schön. Ich brauche kurz eine Pause. Ich gehe was trinken. Mama? Spielst du? Ja. Wie auf Kreta. Wie auf Kreta. Pizza. Und eine spannende DVD. Und wir gehen ins neue Restaurant von Marc Bohm. Zusammen mit Erik, Anja und Sibylle. Was hältst du davon? Das erste Mal mit Mama und Papa ausgehen. Das ist so eine schöne Idee, aber mir wird das hier alles gerade zu stressig. Kannst du nicht alleine gehen? Sicher? Ja, klar. Okay. Ich nehme Luisa dann einfach mit in den Gasthof. Da bin ich für heute noch nicht ganz ruhig. Warum fragst du nicht mal meinen Vater? Er wäre genau der Richtige für den Job. Ich glaube, er mag mich. Na klar mag er. Er will nur gefragt werden. Ich kenne das doch. Und du musst ihn an seiner schwachen Stelle packen. An seiner schwachen Stelle? Hm. Na, seine Eitelkeit. Ah, klar. Hallo, Herr Bohm. Herr Dr. Bergmann. Herzlich willkommen. Wow. Schön haben Sie es hier. Da haben Sie ja ganz schön was auf die Beine gestellt. Ist ja ein großer Schritt für Sie. Ja, ich glaube, ich habe eine neue Herausforderung gesucht. Hell, modern. Eine Bereicherung für Dekitz. Glückwunsch. Danke. Ein Glas zur Begrüßung? Gerne. Hi. Ich soll euch von Maren grüßen. Meine Frau. Sie kann leider nicht. Ach, schade. Und Nele und Florian sitzen gemütlich mit einer Pizza Hawaii XXL vom Fernseher. Na, da haben sich auch zwei gesucht und gefunden, ne? Also, auf einen schönen Abend. Zum Wohl. Geht's dir besser? Also beim Frisbee hat der Nilo mich mal wieder geschlagen. Ihr habt Frisbee gespielt? Ich hab davon nichts mitbekommen. Hast du geschwitzt? Wenn du dich erkältest? Ich weiß. Mein Immunsystem, die Chemo, es wird schon nichts passieren. Hätte ich ja auch wissen können. Und Sie bleiben jetzt ein paar Tage hier? Ja. Als Selbstständige bin ich flexibel. Was machen Sie nochmal? Garten? Gartengestaltung. Das Studium hätte ich ohne ihn nie geschafft. Er hat mir echt den Rücken freigehalten, auch mit Nele damals. Ich setze mich nochmal in die Abrechnung. Na, besser ist, du machst es morgen früh, dann kann ich mich um Luisa kümmern. Das ist ja wieder was. Hallo, Doris. Für dich? Zeig mal, was hast du denn da? Wunderschön. Da muss dich aber jemand sehr genau kennen. Hm? Sag mal, steckst du dahinter? Ich? Mama, ich habe für sowas gar keine Zeit. Nee, da bist du auf dem Holzweg. Dann Heinrich. Er ist hier. Was hältst du von mir, Doris? Aber wer soll das denn sonst sein? Dann will dir offenbar jemand was Nettes tun, Mama. Was Nettes? Jemand macht mich ganz kirre. Ich kann an gar nichts anderes mehr denken. Hallo? Ja. Heinrich, gut, dass ich dich treffe. Sag mal, du hast doch hier schon mal ausgeholfen. Und Service und Küche. Erinnere mich nicht daran, das war schrecklich. Ja, Service und Küche. Dabei bist du der geborene Manager. Maren, wie lange willst du noch drum herum reden? Heinrich, möchtest du mein Geschäftsführer sein? Ja. Ja? Ja. Solange ihr in der Bredouille seid, bin ich gerne für euch da. Danke.
Weiß Uwe eigentlich, dass du länger bleibst? Das mit Uwe ist vorbei. Schade, das lief doch eigentlich ganz gut zwischen euch. Ja, manchmal soll es eben nicht sein. Hat's geschmeckt? Sehr gut, vielen Dank. Freut mich. Ich lass gleich abräumen, ja? Aber es geht dir gut. Was macht ihr morgen? Ihr habt doch sicher schon was für Nele geplant. Wir wollten auf der Schleife an mit dem Ausflugsdampfer, wenn ich dann Feierabend habe. Nimm die doch frei. Kein Problem. Und ein Spaziergang am Strand. Nele findet den Strand extrem cool. Und du bist da doch auch ganz gerne. Ja, die Gegend hier ist wirklich wahnsinnig schön. Also, das, was ich bis jetzt davon gesehen habe. Erik zeigt dir sicher gern noch mehr. Ich arbeite morgen. Musst du wissen. Ich brauche eine Zigarette. Entschuldigt mich. Was ist denn los? Ich will nach Hause. Bist du sauer oder was? Ich will nicht darüber reden. Also nicht jetzt. Nicht hier. Das mit dem Frisbee werfen. Sie konnten ja nicht ahnen, dass das keine gute Idee war. Seine Krankheit. In welchem Stadium ist sie? Fortgeschritten. Und wie stehen seine Chancen? Seine Werte haben sich verbessert. Wenn er psychisch stabil bleibt, bin ich guter Dinge. Ich habe gehört, Sie sind sein bester Freund. Als ich heute erfahren habe, wie krank er ist, da... Ich hätte nie gedacht, dass mich das so umhaut. Wie meinen Sie das? Da war nichts mehr. Außer die üblichen Absprachen wegen Nele. Aber sonst nichts, gar nichts. Vor allem keine Gefühle. Aber jetzt? Ich weiß, dass Erik einige kurze Affären hatte, aber nie was Ernsteres. Wie ist es denn mit Anja? Ich glaube, mit Anja ist es ihm sehr ernst. Frau Wilfert, alles, was Erik jetzt emotional und psychisch überfordert, ist nicht gut für ihn. Wollen Sie damit sagen, es ist nicht gut, dass ich hier bin? Nein. Ich will damit sagen, dass ich jetzt alles um ihn drehen muss. Darum, dass er stabil bleibt. Alles andere ist zweitrangig. Ich habe gesehen, wie sie dich anschaut. Du siehst Gespenster. Das ist das erste Mal seit der Trennung, dass Sibylle und ich nicht streiten. Das ist schön. Ich habe mir das immer gewünscht. Und Nele bestimmt auch. Hey. Ich will dich nicht verletzen. Aber Sibylle auch nicht und Nele schon gar nicht. Sie muss wissen, dass ich immer für sie da bin. Egal, wie es mir geht, egal, was passiert, egal, wo ich bin. Gute Nacht. Das klingt stressig. Ja, für alle vier. Aber Erik liebt Anja.
Ich glaube, ihre Beziehung ist mittlerweile stark genug, um das zu überstehen. Übrigens, Mama hat nur noch ihre kleinen Entdeckungen im Kopf. Na, das ist doch perfekt. Ja. Allerdings weiß ich noch nicht, womit ich sie überraschen werde. Da frage ich doch gleich morgen mal deinen Opa. Vielleicht hat der eine Idee, hm? Ach, wenn du ihn morgen suchst, dann findest du ihn im Gasthof. Du hast ihn bekniet. Er hat darum gebettelt. Das glaube ich nicht. Also ich würde niemals für einen Kontrollfreak wie dich arbeiten. Hey, ich bin das Vertrauen selber. Aha. Ja. Na, das teste ich doch gleich mal. Und ich soll dir jetzt vertrauen, dass hier nichts passiert, oder was? Na, ich muss doch checken, ob noch alles an dir dran ist. Moment. Wer ist hier der Kontrollfreak? Dich bitte, ich muss zur Arbeit. Was kann ich dafür, wenn euer Föhn so schnarchig ist? Guten Morgen. Ist Erik schon wach? Ja. Wieso? Erik? Frühstück ist fertig. Was? Sie verhält sich, als wäre sie hier zu Hause. Sie meint's doch nur gut. Und Nele wirft mir eine Gemeinheit nach der anderen an den Kopf. Ich rede mit ihr, okay? Ich will doch nur, dass es keinen Ärger gibt. Aber wie es mir dabei geht, ist egal, oder wie? Nein, natürlich nicht. Ist alles okay? Trinkst du Tee oder Kaffee? Du, ich habe ehrlich gesagt ein Problem damit, wie du dich hier breit machst. Ich wollte mich nur nützlich machen. Platz frei. Auch wenn meine Haare immer noch nass sind. Herzlichen Dank. Nele, hör auf, so patzig zu sein. Hey. Du hast kein Fieber. Papa, was ist denn mit dir? Soll ich den Notarzt rufen? Ich brauche nur einen Hustenstiller. Wo sind die? Hier. Ich hol dir einen kalten Umschlag. Danke. Ich nehme dich gleich mit zu Jan. Ist schon okay, Anna. Es ist gleich vorbei. Dann komm später in die Praxis. Mhm. Wir kümmern uns schon um ihn. Krähe beim Morgengrauen. Wow. Könntest du vielleicht mit der Umsatzsteuer beginnen? Vielleicht, ja. Klasse. Und danach wäre toll, wenn du den Steuerberater anrufen könntest. Der kann dir dann die genaue Entwicklung des Anlagevermögens erläutern. Und dann könntest du nachher... Maren, ich habe meinen eigenen Plan, um mich einzuarbeiten. Ja, klar. Jansen? Ja, Herr Möller. Herr Möller, ich gebe Ihnen meinen neuen Geschäftsführer, ja? Mhm. Es geht um die Lieferung der Steaks. Mach nur. Ich störe andere ungern bei der Arbeit. Herr Möller, wir rufen Sie gleich zurück, ja? Dankeschön. Heinrich, bitte bleib. Ich muss sowieso gleich wieder los. Dann sollten wir zwar jetzt einen Kaffee trinken. Maren, du weißt, ich lasse mich nicht gerne kontrollieren. Ich wollte dir nur helfen. Reiner Reflex. Noch einmal sowas und ich kündige. Reiner Reflex. Ja, das ist nun mal meine Macke. Bisher konnte die mir noch keiner austreiben. Oh, ich bohre gerne dicke Bretter. Das ist meine Macke. Man muss dich einfach gern haben. Weiß ich. Wir sind uns also einig. Ja. Kommt nur noch selten vor.
Auch wenn das blöd ist. Aber wenn er Sibylle und Nele in seiner Nähe haben will, dann solltest du es zulassen. Ja, wenn es nur Nele wäre. Kein Thema. Okay, sie zickt, aber sie ist seine Tochter. Aber bei seiner Ex-Frau, da habe ich echt ein Problem mit. Ich bin immer mehr außen vor. Anja, du bist jetzt schon so lange mit Erik zusammen. Ich habe ihn noch nie so glücklich erlebt wie mit dir. Mach dir keine Sorgen. Praxis Dr. Bergmann, Steinwehr. Was? Sibylle, Erik hat hohes Fieber und er hustet Blut. Nochmal tief ein- und ausatmen. Feinblasige Rasselgeräusche. Gedämpfte Klopfschall. Was heißt das? Wahrscheinlich eine Lungenentzündung. Bergmann hier, ich brauche einen Krankentransport. Nennen Sie das sich einarbeiten, Herr Geschäftsführer? Das nenne ich den Golfschwung üben. Ah. Mit der Büroarbeit bin ich längst fertig. Wow. Ich habe schon Muskelkater. Meiner ist schlimmer, jede Wette. Ich hasse diesen ganzen Rückbildungskram. Kaffee? Kann ich einen haben? Kann das sein, dass deine Laune schon mal schlechter war? Ah, wieder eine. In Dekelsen lebten zwei Ameisen. Die wollten nach Australien reisen. Doch hinter der Brücke, auf der Chaussee... Da taten ihnen die Beine weh und da verzichteten sie weise dann auf den letzten Teil der Reise. Du kennst das. Du bist es also. Leicht abgeändertes Gedicht von Ringelnatz. Kennt doch jeder. Steht noch auf der Karte? Sag ich nicht. Ihr verratet mir ja auch nicht, von wem die Überraschungen sind. Aber es sah doch ganz gut aus. Er hat sich offenbar erkältet und dann ging alles sehr schnell. Er droht septisch zu werden. Reiter können wir ihn antibiotisch nicht abdecken. Halten Sie sich für eine Intubation bereit. Wann kommt das Ergebnis der Blutkultur? Die Kollegen vom Labor machen so schnell sie können. Wie geht's ihm? Sein Zustand ist sehr ernst. Wenn es nicht bald besser wird, muss Erik künstlich beatmet werden. Kann ich zu ihm? Ja. Erik? Hey. Hey. Ich bin jetzt da. Es kam zu einem massiven Abfall der weißen Blutkörperchen. Die Lungenentzündung ist sehr aggressiv. Aber ihr könnt ihm helfen, oder? Ich hoffe. Sibylle ist gerade bei ihm. Erik? Ich habe so versucht, mich dagegen zu wehren, aber... Aber es ist alles wieder da. Alles. Die Musik. Im Bauch. Weißt du noch? Was? Ich weiß, es klingt völlig verrückt. Aber ich bin mir wieder sicher.
Wir gehören zusammen. Du und ich. Wir sind eine Familie. Aber ich liebe Anja. Ja. Ja. Ich habe nichts mehr dagegen, dass Sibylle hier ist. Vielleicht braucht Erik hier genau das. Seine Tochter und seine Frau. Ich liebe ihn. Und ich hoffe und bete, dass er durchkommt. Und Erik liebt dich. Also geh zu ihm und zeig ihm, dass du für ihn da bist. Ich habe dir ein paar Zeitschriften mitgebracht. Aber die kannst du im Moment eh nicht lesen, oder? Ich fahr dann jetzt mal. Du fährst? Aber warum denn? Es ist besser so. Ich rufe dich an, wenn ich zu Hause bin. Okay. Soll ich mitkommen? Nein. Dein Papa braucht dich jetzt. Und vielleicht kannst du ihm die Zeitschriften hier vorlesen. Ich hab dich lieb. Ich dich auch. Große. Und du wirst gesund, ja. Alles Gute. Danke. Nela. Anja hat sich so auf dich gefreut. Gib ihr eine Chance. Ist sie nicht ein bisschen jung für dich? Kam mir nie so vor. Und überhaupt, warum sollte ich nett zu ihr sein? Bald hast du vielleicht wieder eine andere. Ich weiß, ich hatte viele Freundinnen seit der Trennung von Mama. Ich habe dir da viel zugemutet. Aber mit Anja ist das anders. Glaubst du? Nein, ich weiß es. Ich bin sehr glücklich mit dir. Ich würde sie jetzt so gerne sehen. Dr. Bergmann, ich würde mich ganz gerne verabschieden. Sie gehen? Erik und ich hatten unsere Zeit, das ist schon alles richtig so. Wichtig ist, dass er jetzt gesund wird. Dass er immer für Nele da sein kann. Da bin ich mir ganz sicher. Alles Gute, Frau Wilfert. Danke. Ihnen auch. Ist gegangen. Und du? Ich weiß, ich habe mich ein bisschen blöd verhalten. Ich hätte an deiner Stelle vermutlich genauso reagiert. Kann ich trotzdem noch ein paar Tage bleiben? Ja, klar. Ich freue mich doch. Papa wartet auf dich. Nachrichten, Herr Wilfert. Das CRP ist deutlich gesunken und die Leukozyten normalisieren sich. Deine Entzündungswerte sinken. Du sprichst auf die Antibiotika. Das Schlimmste haben Sie überstanden. Ihr Immunsystem erholt sich und die Chemo greift auch weiterhin. Die Chancen stehen also gut, dass Sie das Lymphom in absehbarer Zeit besiegen können. Laborkontrolle heute Abend und die Physiotherapeuten können mit der Atemgymnastik beginnen. Thank you.
du denn? Ich hab dich vermisst. Traust dich wohl nicht mehr zu mir, hä? Ich bin ja jetzt bei dir. Ich wollte nicht, dass du dich außen vor fühlst. Es tut mir leid. Ich habe auch nicht gewusst, wie eifersüchtig ich sein kann. Anja, jetzt haben wir schon so viel zusammen durchgestanden. Nichts und niemand kann uns trennen, hörst du? Tja, ich fürchte, du wirst wohl noch einiges mit mir durchstehen müssen. Mir bleibt doch nichts erspart. Wie lange du das wohl noch aushältst? Da reden wir dann drüber, wenn du 80 bist. Weiß ich auch, warum ich hierher kommen sollte. Rate mal, wer immer für dich da ist. Und wer das Ganze verzapft hat. Hier oben. Ach, also ihr seid das. Wusste ich doch. Wir kommen runter. Gutschein für ein Kinonachmittag mit mir. Und mit mir eine Runde Minigolf. Mit mir geht's zu deinem heißgeliebten Shantikor. Und ich begleite dich mit dem größten Vergnügen in eine Jazz-Matinee. Und jetzt gibt's noch was von uns allen. Ja. So eine wunderbare Frau wie du. Muss doch einfach mal wieder lächeln. Es tut so gut, wenn so ein wunderbarer Mann wie du mir sowas sagt. Da, 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 da. Nee, oder? Dankeschön. Auf dich, Doris. Und auf dein wunderschönes Lächeln. Also, auf die verrückteste und netteste Familie weit und breit.